Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jedi Knight. Ich habe es mal nachgeguckt. Ist eigentlich relativ simpel. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Wenn wir diese Brücke hier ausfahren, ist ja da unten Platz. Ich muss mal gucken, ob das jetzt der richtige... Ne, es war natürlich der falsche. Oder müssen wir die beide drücken? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall können wir dann ja da unten theoretisch hin. Und dort unten dann mal durchrennen. Ich weiß nicht, ob das so reicht oder ob wir da Force Speed. Ne, es geht so. Klappe halten bitte. Es geht tatsächlich so. Okay. Wir sind angekommen. Das ist direkt mal ein Speicherstand wert. Was bist du eigentlich? Irgendein Item, das ich gerade noch nicht zuordnen kann. Ah. Ein Powerbonus. Und das fährt dann hier die Platte wieder aus. Ja. Brauche ich das im Moment? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich schaue mich erstmal hier um. Party. So, noch jemand. Ach, stimmt, wir hatten ja sogar noch Dings drin. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Also das Schild. Das Unwohnbarkeitsschild. Du warst ein bisschen unaufmerksam, oder? Andererseits, was bringt mir das jetzt großartig? Na gut, wir können halt zurück in das Ding nochmal versuchen auszufahren und darüber laufen. Aber... Halt die Frage, ob der dann nur die eine Brücke hier ausfährt oder beide. Das ist doch unmöglich, da hochzukommen. Zumindest meines Erachtens nach. Mal schauen. Wir haben ja noch hier unseren Force Speed, von daher. Gucken, ob das was bringt. Tap, 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 tap. Schon ist er wieder weg. Reicht aber. Sehr schön. Hat funktioniert. Dann kann dieser Druide mal weg. Dann können wir mal schauen. Hier steht ja auch schon wie auf dem Präsentierteller, meine Lieben. Von daher können wir das direkt mal ausnutzen. Wo kommst du denn her? Hast du nicht gesehen, dass einer von deinen Kollegen schon gestorben ist? Doch kein Grund, dem das noch nachzumachen. Der geht auch einigermaßen gemütlich spazieren. Für Granaten haben wir denn noch? Ah, geht. Gut, Kollege, du frisst einfach zu viel Munition. Beziehungsweise du hältst zu viel aus und wir zu wenig. Ah, wie machen wir den platt? Machen wir den überhaupt platt? Wie gesagt, Minen wäre halt auch eine Idee. Können wir mal gucken, ob das was bringt? Na komm. Diese Minen sind komplett nutzlos. Klasse. Die explodieren halt direkt, wenn wir daneben stehen.
Mann, ey. Ich hasse es, wenn ich hier nicht vorankomme in diesem verdammten Spiel. Gibt's da nicht. Ja gut, dann lassen wir den AT-AT-AT-ST mal AT-ST sein. Gehen hier außen rum und gucken. Wird dann hier so... Also wie gesagt, die Minen... Also das ist halt echt... Die waren aber im Vorherigen da schon... Nicht zu brauchen. Wenn wir die direkt explodieren, nachdem wir sie gelegt haben, brauchen wir auch keine Minen da hinlegen. Hm. Also ob ich diesen Sprung wagen kann. Ich kann es ja mal versuchen. Ne, das können wir knicken. Dann, ja wie gesagt, ich spreng mich schnell in die Luft, einfach, dass ich mir das Video halt nicht nochmal neu schneiden muss. Spare ich mir ein bisschen Arbeitsaufwand. Weil wenn ich jetzt manuell geladen hätte, hätte er halt wieder... warst du nicht tot beim letzten Mal? Hätte er jetzt halt wieder die Auflösung umgeändert, die Aufnahmen neu gestartet und bliblablub. Das ist eben das Problem, wenn die Sachen nicht mitskalieren hier. Aber alles in allem ist es ja doch schon eine deutliche Aufwertung. Was halt echt schade ist, was mir aber halt eben auch noch nicht aufgefallen ist, dass halt die Musik fehlt. Da, danke nochmal für den Hinweis. Gut, hier wären halt noch Positionen, die wir noch angehen könnten. Bringt mich das denn weiter? Ich habe tatsächlich so meine Zweifel, dass das jetzt allzu viel hier... Warte mal, das könnten wir eventuell hinkriegen. Dass wir hier mal rüberspringen können. Hallo? Ah. Dann hat sich ja doch gelohnt, da hoch zu klettern. Danke. Der kann da mal weg. So, die Herren. Stimmt, die haben wir auch noch nicht ausgeschaltet, die hier rumliefen. Jetzt haben wir hier Ruhe. Das gefällt mir. Ja, ich glaube, Lichtschwert wäre auch mal wieder eine Idee. Na? Muss ich tatsächlich mit Lichtschwert durch? Haben wir hier einen Geheimgang? Na gut, ich komme wieder hoch. Gut zu wissen. Mhm. Oder können wir uns jetzt hier schon mal ein bisschen... die Arbeit erleichtern? Hm. Ich weiß es ja nicht. Hat es ein bisschen Leben gekostet. Aber im Großen und Ganzen. Meinst du? Dann mach mal bitte die Tür hier auf. Hm, dann halt nicht. So. Ich bin davon ausgegangen, dass die Tür hier aufgeht, wenn wir da drauf schießen, aber wohl nicht so. Und das fährt auch wieder komplett hoch. Okay, dann heißt, ich muss mich da wahrscheinlich ein bisschen beeilen.
Gehe ich mal von aus. Hallo. Haben wir dich jetzt auf uns aufmerksam gemacht? Naja. Wenn du denn meinst, Bertha. Hallo. Oder wir haben halt den Vorteil, dass der jetzt nicht hier rüberkommt. So, jetzt kannst du. Du kommst eh nicht allzu weit. Das ist kugelsicheres Glas. Das bringt nichts, wenn du dagegen schießt. Na du? Weil ich würde ja schon ganz gern da mal rein. Na, komm, vielleicht später noch. Andererseits, ich glaube nicht, dass hier jetzt noch so viel zu holen ist, oder? Also halt ein paar Sturmtruppen, aber im Großen und Ganzen. Schätze sich, wir müssen in diesen Dings rein. Wir müssen irgendwie dort oben in diesen Raum rein. Dann schaue ich doch mal, ob es da noch Möglichkeit gibt. Von unten vielleicht? Ah, nee, wir könnten vielleicht da hoch. Wo mich das auch sehr schnell umbringen könnte. Nee. Warte mal. So kommen wir halt wieder hoch. Ich möchte da gerne rein. Wieso funktioniert das denn jetzt nicht mehr? Spiel, nicht so kompliziert machen. Also haben wir zumindest schon mal den Sinn dieses Abschnitts hier gefunden. Problem ist, wenn ich jetzt hier runterfalle, gibt es da irgendwas? Das ist ja beides nur für diesen Schalter hier oder für die Wand. Ich meine, das oben sieht verlockend aus, aber das ist. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, da hinzukommen. Das wird leider nix. Das bringt immer noch nix. Muss ich mal gucken, ob hier unten irgendwas ist. Ja. Die Möglichkeit, wieder hochzuklettern. Level, ich sehe deinen Sinn nicht so ganz, beziehungsweise ich sehe nicht, wo es weitergeht. Du bist ein wenig zu verwirrend gerade. Wie gesagt, immerhin haben wir die Granaten hier oder die Geschütze schon mal erledigen können. Wie kommen wir denn hier rein, sag mal? Nee, da hochspringen ist nicht möglich. Bei aller Liebe.
bringt ja auch irgendwie nichts. Da hätten wir noch eine Waffe. Und dich kriegen wir nicht runter. Ja, ich muss sagen, die Probleme mit dem Spiel häufen sich, weil ich halt einfach nicht weiß, wo es weitergeht. Da waren die Level vorher doch ein bisschen eindeutiger. Das ist ja auch nur für das. Wieso kann das nicht das hier steuern? Was sagt er? Kann es sein, dass ich da vorhin noch nicht gespeichert habe? Also die Karte sagt auch, wir sollten, also beziehungsweise sagt, da geht es zumindest weiter. Scheinbar war ich wirklich noch nicht hier unten. Oder die Gegner sind halt respawned. Nee. Gut, dann säuber ich hier zumindest mal noch durch. Mal ein bisschen Muni gibt das ja noch, aber ich habe halt leider wieder keinen Plan, wie wir hier weiterkommen sollten. Das Spiel zieht sich jetzt leider doch ein bisschen zu sehr. Also irgendwelche wilden Jump'n'Run-Eskapaden, ja, könnte ich mir vorstellen, bin ich halt nicht der Freund von. Aber ich sehe halt auch nicht, also da oben ist ein Loch in der Wand, aber es ist nicht möglich, in dieses Loch reinzukommen, zumindest nicht von dieser Plattform aus. Oder? Das kannst du knicken. Das kannst du knicken. Mein liebes Spiel. Tja, was soll ich machen? Also ich komme schon wieder nicht weiter. Ich glaube, ich werde dann schon wieder mal nach. Ich glaube, ich gucke mit dem vierten Level einfach komplett an. Dann ist Ruhe. Dann weiß ich zumindest, wo es lang geht. Mann, 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 Mann. Ich glaube nicht, dass ich hier wieder raus muss. Wie gesagt, das sieht halt verlockend aus, aber es ist nicht möglich, da hoch zu gelangen. Von daher, einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich meine, ich könnte jetzt noch hier anderthalb Minuten rumrennen und nichts machen. Vielleicht kann ich an den anderthalb Minuten vielleicht noch zumindest mal in die Richtung gehen, wo es eventuell rausgehen könnte. Mal schauen, oder in der Minute. Bis gleich. So, ich habe tatsächlich mal noch einen Weg gefunden. Und zwar, wir müssen erstmal hier diesen Poller runter, also die Mauer runterbringen. Und während die Mauer unten ist, das drücken. Und dann wird nämlich diese Mauer hier runtergefahren. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Und dann können wir uns nämlich hier einfach reinbegeben. Warten, bis das hochgefahren wird. Und dann können wir nämlich uns da unten noch ein wenig umschauen. Ja. Das war jetzt auch nicht so ersichtlich. Oh, das war knapp. wahrscheinlich dann irgendein... wahrscheinlich der Schließmechanismus dann. Okay, dann macht es tatsächlich Sinn. Aber wie gesagt, war jetzt auch nicht so einfach rauszufinden. Na gut, wir haben es fast geschafft. Der Herr. So, der kann da mal weg. Dann könnten wir hier theoretisch auch die Türen wieder aufmachen. Hier allerdings auch. Das machen wir allerdings dann erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.